Warnung, die folgenden Aufnahmen sind ziemlich verstörend. Lasst also besser ein Auge zu beim Anschauen. Und bitte, bitte nicht nachmachen. Hi Leute, der Sano hier. Ihr wollt der Allerbeste sein und das in allem? Dann habe ich hier genau das richtige Bild für euch. Ich konnte es mir einfach nicht verkneifen. Dieses Bild kann heilen, tanken, Waffen und Fertigkeiten schaden, alles in einem. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst mir doch ein Abo da und schaut doch mal bei mir auf Twitch vorbei. Darf ich euch vorstellen? Rainbow Man. Dieses Bild lässt sogar eure Tastatur in neuem Glanz erstrahlen. Selbst die NPCs im Spiel sind ganz aus dem Häuschen. Das ist die pure Synergie aus Waffenschaden, Fertigkeitenschaden, Heil- und Tankfertigkeiten. Immer erster im Missionsabschlussscreen, immer zuerst am Gegner und ein Gewinn für jede Gruppe und jeden Raid. Sein Schaden ist unübertroffen und jeder Gegner wird zu Fallobst. Seine Heilung veranlasst einen dazu, sein Zukunftsinitiative-Set in die Tonne zu treten. Gefahrenschutztank? Pff, wofür? Ihr habt euer Regenbogenschild, welches undurchdringlich ist. Wer braucht schon Hardwire und Richter und Kaiser, um Fertigkeiten Schaden zu machen? Rainbow Man lässt eure Skills dauerhaft im Overcharge. Immer. Ist so. Also Massive, vielen Dank für dieses Bild. Nichts lässt uns so viel Spaß in Division 2 haben. Eigentlich gehört es ja in Grund und Boden genervt, aber ich habe Hoffnung, dass es überlebt und ich denke, die Chancen dafür stehen sehr gut. Eigentlich darf ich euch die einzelnen Teile gar nicht zeigen, da man so gut wie nie die Ausrüstung bekommt, die drei verschiedenfarbige Attribute hat. Aber weil ich euch alle sehr mag, zeige ich es euch natürlich. Haltet euch fest, die Items, die ihr dafür braucht, die übersteigen sämtliche Vorstellungskraft und sind extrem schwer zu bekommen. Solltet ihr doch das Glück haben, eines der begehrten Teile zu ergattern, dann schreibt es mir in die Kommentare. Die Waffen, die ihr nehmt, sind komplett egal. Ihr könnt, wenn ihr wollt, auch mit der bloßen Faust zuschlagen. Auf den Schießstand werden wir mit dem Bild auch nicht gehen, weil ich dort immer Deltas und CEs bekomme. Einfach zu stark. So, fangen wir an. Die Maske? Ja, auch. Der Markensatz ist vollkommen egal. Und ihr braucht einfach regenbogenfarbene Attribute. Ohne die läuft das ganze Bild nicht. Der Rucksack? Auch das Talent. Vollkommen wurscht. Hauptsache, euer Regenbogen steht. Die Brust? Auch sie sieht wundervoll gerollt. Perfekt gerollt. Beim Holster hatte ich ein bisschen Pech. Ja, aber man kann nicht immer Glück haben, was die ganzen Teile angeht. Die Knieschoner, die waren wieder super. Ich musste ein bisschen was rollen und dann war es perfekt. Die Handschuhe, auch die nahezu perfekt Regenbogen gerollt. Besseres kann man sich nicht vorstellen. Auch die Skills, ihr habt es gesehen am Anfang, es ist scheißegal, was ihr nehmt, es ist alles super. Dieses Bild kommt einfach mit allem klar. Und ja Leute, wenn ihr das Bild genauso toll findet wie ich, dann schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich bin raus, bis zum nächsten Mal, zu einem anständigen Video. Macht's gut, bye.